Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung OrgaTV. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine gute Woche. Wir starten die Sendung mit einem Beitrag über die Flüchtlingsthematik, und zwar haben wir die Refugee Law Clinic besucht. Ihr werdet euch bestimmt fragen, was ist eine Refugee Law Clinic? Bleibt dran, dann zeigen wir euch, was eine Refugee Law Clinic ist und was die so machen. Zu diesem Thema habe ich dann noch Jana Kirst, die uns offene bleibende Fragen dazu beantworten wird. Den zweiten Beitrag widmen wir wieder dem Thema Leadership im Sport, allerdings diesmal mit dem Hintergedanken eines wohltätigen Zweckes. Es geht um zwei Mannschaften, Beckers Buwe und Gulasch e.V., die im Rahmen der Movember-Aktion ein Turnier organisiert haben. Aber dazu auch gleich noch mehr. Hanna aus unserem Team wird uns dazu dann noch ein paar Fragen hier im Studio beantworten. Die Beitragsreihe Tipps und Tricks behandelt das Thema gesundes Kochen während der Lernphase. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr dies über Facebook tun. Wir haben eine Seite orga.tv. Wir freuen uns über jede Art von Fragen oder Anregungen. Wir starten mit der Reportagenreihe Flüchtlingsthematik. Wie eben schon angekündigt, waren wir in der Refugee Law Clinic. Was ist das eigentlich? Law Clinics stammen aus dem angloamerikanischen Raum und dienen dazu, Jurastudenten gewisse Praxiserfahrungen zu bieten. Eine Refugee Law Clinic ist ein Verein, der sich darauf spezialisiert, Flüchtlinge eine kostenlose Rechtsberatung zu liefern und gleichzeitig Jurastudenten die Möglichkeit geben soll, gelerntes Wissen anzuwenden in Form einer Rechtsberatung. Um in die Beratung einzusteigen, ist eine einjährige Ausbildung angesetzt, und wie diese aussieht und was die Studenten hier lernen, seht ihr in unserem nächsten Beitrag. Hier im Hörsaal des Europa-Instituts an der Universität des Saarlandes haben wir die Refugee Law Clinic Saarbrücken besucht und konnten einen Einblick in einen Workshop zur Gesprächsführung mit anschließendem Fallrepetitorium besuchen. Die Referenten Heinz-Peter Nobert und Brigitte Nowal teilten an diesem Samstag ihr Fachwissen mit den engagierten Teilnehmern der Refugee Law Clinic. Wir haben mit Vorstandsmitglied Carsten Klose über die Refugee Law Clinic gesprochen. Ich bin der Carsten von der Refugee Law Clinic, vom Vorstand des Vereins. Bin auch zuständig für Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen. Und wir organisieren zusammen im Vorstand die Vorlesungen. Was ist die Refugee Law Clinic? Das ist, Law Clinics, das kommt aus dem angloamerikanischen Raum. Das ist verbreiteter, dass man an Unis direkt in die Praxis auch geht, Erfahrungen sammelt und dass Studenten dann beratend auch tätig sind. Und Refugee Law Clinics in Deutschland gibt es einige Projekte, mittlerweile gibt es auch ein Netzwerk, und die haben sich eigentlich alle zum Ziel gesetzt, dass man eine kostenlose Rechtsberatung für Flüchtlinge, für Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, anbieten kann und die Leute von der Anhörung beim BAMF bis zur Anerkennung, bis zu Behördengängen berät und unterstützt. Die Idee entstand unabhängig in den Köpfen von verschiedenen Leuten, die jetzt auch im Verein aktiv tätig sind. Wir haben von ähnlichen Projekten aus anderen Bundesländern, von anderen Unis gehört gehabt und haben dann alle die Idee gehabt. Jana hat dann, die auch unsere Vorsitzende ist, hat dann eine Einladung gemacht zu einer Veranstaltung. Da gab es ziemlich großes Feedback, waren um die 70 Leute da, wenn ich mich recht erinnere. Und dann haben wir direkt beschlossen, dass wir jetzt einen Verein gründen und das Projekt angehen. Wir haben also eine einjährige Ausbildung angedacht, um das sicherzustellen, dass die Leute, die dann in die Beratung gehen, auch wissen, wovon sie reden. Und die ist in der Form von einer Ringvorlesung organisiert. Also da werden verschiedene Referenten eingeladen zu Themen Dublin-Verfahren, Familiennachzug. Alles, was eben eine Rolle spielt in der konkreten Beratung, wird dann abgehandelt und in Workshops dann auch nochmal vertieft. Und wenn Sie dann mit Nachteilen behandelt werden in einem sozialen System oder vom humanitären System, aber das heißt ja nicht gleich, dass Sie dann das Asyl gewährt bekommen. Nee, das ist richtig. Man muss vorher einen abklären, erstmal, um dann rauszufinden, haben die eine Chance oder nicht? Das sind so die ersten Fragen, die man abklärt. Nein, die haben keine Chance. Die Workshops sollen tatsächlich so ablaufen,
dass man also an konkreten Beispielen, zum Beispiel die Beratungssituation, wie sollte so ein Erstgespräch aussehen, was sind die wichtigen Fragen, wie stelle ich sicher, dass alles Relevante zum Sachverhalt nachher auf meinem Papier steht, anhand dessen ich dann irgendwie arbeiten kann. Da wird es also darum gehen, in den Workshops auch dann natürlich im zweiten Schritt die konkreten Fälle auch zu bearbeiten. Also die erste Hürde, die zu nehmen ist, ist den Sachverhalt zu erfassen. Da braucht man Dolmetscher wahrscheinlich oder Sprachmittler. Und dann muss man nachher entscheiden, welche Chancen bestehen, wo kann man ansetzen. Und das soll in den Fallrepetitorien, in den Workshops geübt werden. Ist das bei der Duldung oder? Nein, die kriegt man nach 25 Absatz 3. Okay. Also wenn die Voraussetzungen eines krankheitsbedingten Abschiebeverbots vorliegen, kriegen die, wird das nach 60 Absatz 7 festgestellt? Für dieses Semester ist das die letzte Veranstaltung. Wir werden voraussichtlich noch in den Ferien oder im kommenden Semester dann direkt eine Veranstaltung, die mehr oder weniger fakultativ ist, zum Datenschutzrecht und zur IT-Sicherheit haben, die von Professor Sorge oder einem seiner Mitarbeiter gehalten werden wird. Und dann geht es im nächsten Semester auch direkt weiter mit materiellem Recht und mit Veranstaltungen zur weiteren Vertiefung. Also einjährige Ausbildung heißt natürlich 2 Semester. Das ist natürlich gerade im Asylverfahren auch nochmal ein bisschen, oder im ausländerrechtlichen Asylverfahren auch nochmal ein bisschen anders als im, sag ich mal, normales, zivilrechtliches Mandat hat. Macht mit, wenn ihr Interesse habt. Wer uns unterstützen will, gerne auf die Webseite gehen. Da gibt es aktuelle Hinweise immer. Wenn Fragen bestehen, sich an uns wenden. Wir sind flexibel. Es geht ja darum, die Leute auch in die Beratung zu bringen. Einerseits, das soll natürlich mit der Ausbildung sichergestellt werden, dass das nicht einfach so passiert. Und andererseits soll natürlich jeder, der sich jetzt einbringen will, auch sofort Anschluss finden können. Also einfach, wer Lust hat, direkt vorbeikommen und mitmachen. Jetzt habe ich noch Jana Kirs bei mir im Studio, wenn ich einmal ganz kurz vorstellen möchtest. Ja, hallo, ich bin Jana, ich bin 27 Jahre alt und studiere Yoga hier an der Uni und freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf. Ja, wie lange besteht Refugee Law Clinic schon oder welche Aufgabe übernimmst du dort? Ich bin die erste Vorsitzende in der Refugee Law Clinic. Wir sind organisiert als gemeinnütziger Verein und haben dann einen etwas größeren Vorstand und ich bin quasi Vorstandsvorsitzende. Okay. Chefin. Und wie kamst du auf die Idee, diesen Verein zu gründen? Ja, das kam ein bisschen aus meiner anderen ehrenamtlichen Tätigkeit. Da habe ich einfach gemerkt, dass die geflüchteten Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, in einer großen Rechtsunsicherheit sich dann auch hier in Deutschland befinden. Und es gibt wenig Anwälte in diesem Rechtsgebiet und die ganzen ehrenamtlichen Helfer haben natürlich auch nicht immer den juristischen Background, den man dazu benötigt. Und da habe ich die Lücke gesehen, in die wir Jurastudenten eintreten können. Okay, und wie lange besteht die Refugee Law Clinic in Saarbrücken schon? Gegründet haben wir uns am 19. Mai letzten Jahres, also 2015. Das ist jetzt dann ein knappes Dreivierteljahr. Ja. Und waren zuerst dann ein bisschen mit dem Aufbau der Vereinsstruktur und solchen Sachen beschäftigt. Und seit Oktober letzten Jahres besteht dann auch das Ausbildungsprogramm und ist dort gestartet. Okay, und dieses Ausbildungsprogramm, gibt es da auch eine Zertifizierung für die Studenten, wenn die abgeschlossen haben? Leider noch nicht. Also es gibt keine Zertifizierung von staatlicher Seite oder auch von der Uni. Wir können wie solche Teilnehmerurkunden quasi ausstellen, weil wir ja eben ein Verein sind und können das dann selbst übernehmen. Aber von anderer Seite gibt es das leider noch nicht. Okay, und wie viele Mitglieder zählt ihr bei euch im Verein momentan? Im Moment sind 65 Mitglieder bei uns eingetragen. Allerdings haben wir auch nochmal einen Verteiler von 150 bis 200 Studierenden und anderen Personen, die sich dafür interessieren, die auch immer auf den neuesten Stand gehalten werden von uns. Und ja, zusätzlich kommen hoffentlich noch ein paar Ausbildungsteilnehmer hinzu, als Mitglieder auch, die dann später in die Beratung starten sollen. Ja.
Okay, also es ist schon relativ gut angelaufen. Es ist sehr gut angelaufen. Wir hätten das alle nicht gedacht, dass es tatsächlich so gut angenommen wird von den Studierenden und dass wir da so viele interessierte Leute getroffen haben, die bei uns mitmachen wollen, und die Mitgliederzahl und auch Interessiertenzahl ist stetig steigend, und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Ja, hoffe ich auch. Ist auch eine sehr schöne Organisation. Und danke. Wie viele Flüchtlinge werden momentan in eurer Organisation betreut? Ja, das ist etwas schwierig, das so genau zu beziffern. Es ist so, dass wir am Anfang etwas den Ball noch flach gehalten haben, auch mit der medialen Aufmerksamkeit. Denn es war so, dass wir natürlich erstmal so ein bisschen mit der Strukturierung beschäftigt waren und ja auch die Studenten erstmal in die Ausbildung schicken mussten, bevor sie dann tatsächlich auch als Berater tätig werden können. Deshalb hat ein ganz kleines Team schon mal vorab dann erst begonnen, um die Kapazität des Vereins nicht komplett irgendwie zu überlasten. Ich würde sagen, Fälle, die wir bisher betreut haben, mehr oder weniger schwere Fälle, waren so um die 20 Stück. Aber jetzt im Januar geht es richtig los. Okay, aber immerhin. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, es ist auch so, dass die Beratung an sich ist eine Sache, aber wir konnten Gott sei Dank dann doch auch einfach vermitteln. Also wir konnten dann einfach sagen, so, okay, wir können da leider im Moment noch nicht helfen, aber wir wissen, wo sie die Hilfe bekommen, und das ist ja auch schon mal was. Okay, dann hoffe ich, dass es im Januar dann richtig startet. Genau. Ihr habt ein Zitat von Herr Maas auf eurer Homepage. Ja. Ganz am Anfang, wenn ich das einmal zitieren darf: Recht muss mehr sein als das Auswendiglernen von Gesetzen und Theorie. Recht ist der Wille zur Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit verlangt ein menschenwürdiges Dasein für alle Menschen. Kannst du einmal erklären, was du darunter verstehen würdest? Ja, also es ist meiner Meinung nach ein sehr treffendes Zitat, was einfach aussagen soll, dass halt eben die juristische Ausbildung, wie sie bisher an den Universitäten gelehrt wird, ist ja eine recht trockene Sache, die natürlich interessant ist, aber es ist wenig Praxisbezug da. Und die Refugee Law Clinics oder auch Law Clinics im Allgemeinen können natürlich diesen Praxisbezug in der Ausbildung dann auch nochmal anders herstellen als die normale juristische Ausbildung. Und da kommt dann auch die Gerechtigkeit ins Spiel. Wir als Refugee Law Clinic sind ja dann quasi dazu da, den geflüchteten Menschen, die vor Terror und Krieg aus ihren Heimatländern zu uns nach Deutschland kommen und hier einen neuen Anfang wagen wollen, einfach da zu sein, dass wir halt sagen können, okay, diese Rechte habt ihr, und ihr bekommt hier auch die Gerechtigkeit, und die ihr eben sucht, und wir können euch da zur Seite springen. Ja, ich finde das auch ein sehr, sehr passendes Zitat. Und wenn man darauf mal eingeht, was das Ziel eurer Organisation ist, was sind so die größten Ziele insgesamt, die ihr euch gesteckt habt? Ja, also es sind im Großen und Ganzen zwei Ziele. Das erste und wichtigste ist natürlich, dass wir den Menschen, die hierher kommen und in Deutschland ein neues Leben beginnen wollen, ohne Verfolgung, ohne Krieg, ohne Terror, ohne Angst, dass wir den Menschen hier helfen wollen bei ihrem Start in Deutschland, sei es durch Behördengänge oder eben die rechtliche Information und Beratung, dass halt einfach sie wissen, was kommt hier im Asylverfahren auf uns zu und welche Rechte haben wir da und was müssen wir alles dafür machen und solche Sachen einfach. Das zweite Ziel, was man nicht vergessen darf, aber was jetzt so ein bisschen in den Hintergrund tritt gegenüber dem großen Ziel, ist natürlich, dass wir uns schon auch vorgenommen haben, dadurch, dass wir die Ausbildung für die Studenten eben auch organisieren und die Studenten daran teilnehmen können, so ein bisschen die juristische Lehre verändern wollen und den Studenten da einfach mit unserem Projekt zeigen, das könnt ihr später, das ist euer Job später, und da habt ihr direkt den Praxisbezug zu dem, was ihr eben 5 Jahre oder länger lernt. Ja, das stimmt schon. Das habe ich auch öfters gehört, dass Jura relativ theoretisch ist, und es ist echt toll, dass ihr da so eine Praxisausbildung anbietet. Es muss sein, man muss das Handwerkszeug eben lernen, und das ist viel, Gott sei Dank, wir leben in einem Rechtsstaat, aber es ist auch schön, wenn man einfach direkt sieht, so, deshalb mache ich das. Ja, das glaube ich. Das ist auch nochmal eine zusätzliche Motivation dann. So ist es. Und ja, die Flüchtlinge, die Nachfrage ist ja wahrscheinlich sehr, sehr groß. Ja. Wie groß ist die Nachfrage der Studenten zu helfen und sich dort zu integrieren? Auch überwältigend groß, muss ich sagen. Also bei dem ersten Infoabend noch vor der Gründung des Vereins kamen so viele Studenten, die gesagt haben, was
also erstmal, was ist es, aber es hört sich super an und wir würden da gerne mithelfen. Also da waren wir alle sehr überwältigt und haben uns sehr gefreut. Und das haben wir dann auch nochmal beim Ausbildungsstart eben gesehen, dass es doch sehr viele Studenten gibt, die sich da angesprochen gefühlt haben und einfach das, was sie eben können, sei es jetzt Jurastudenten, die in die Beratung gehen, sei es BWL-Studenten oder aus sonstigen Bereichen, die einfach sagen so, okay, ich kann das und das, was kann ich tun, um zu helfen? Und das finde ich einfach wundervoll und ich hoffe, dass da pro Semester immer mehr Leute zu uns kommen und sich da engagieren. Ja, das hoffe ich auch. Ich denke, da habt ihr einen sehr guten Start schon hingelegt. Auf jeden Fall. Und wie finanziert sich Refugee Law Clinic? Ja, wir sind ein gemeinnütziger, ehrenamtlicher Verein. Das heißt, wir machen das alle komplett ehrenamtlich, kostenlos, auch für die Flüchtlinge. Und wir finanzieren uns über einen Mitgliedsbeitrag, den wir von unseren Mitgliedern eben erheben. Das sind im Jahr 24 Euro. Und dass wir schon mal so einen Grundstock für die Fixkosten eben halt haben, der aber hoffentlich nicht so hoch angesetzt ist, denn wir dachten so, wir wollen da jetzt auch keine Schwelle schaffen. Ja. Zusätzlich haben wir eine Finanzierung rein durch Spenden. Also wir klopfen da an viele Türen, ja, und fragen nach, ob man uns da nicht irgendwie unterstützen will mit Sach- oder Geldspenden und ja. Okay. Und gäbe es etwas, was du ändern würdest an der Gesetzeslage, um einige Schritte für die Flüchtlinge momentan einfacher zu machen? Ja, da würde ich jetzt ungern was dazu sagen, denn es ist so, dass wir als Refugee Law Clinic uns so konzipiert haben, dass wir einfach mit den Gesetzen und mit den Materialien und Werkzeugen, die wir eben haben, arbeiten wollen. Und um solche Sachen zu machen, da gibt es dann andere Vereine oder andere Zusammenschlüsse, in denen man sich da eben betätigen kann. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ja, und scheint ja auch bis jetzt sehr gut funktionieren. Ja. Dann vielen Dank, dass du da warst und ich überlasse dir jetzt nochmal das letzte Wort, ein bisschen Werbung zu machen für euren Verein. Ja, also ihr habt gehört, es ist eine ganz coole Sache. Ich bin jedenfalls total überzeugt und wenn ihr Lust habt, euch einfach mal vorbeizuschauen und zu gucken, was wir so machen, dann freue ich mich natürlich über jedes neue Gesicht. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Wir machen weiter mit unserem Beitrag zum Thema Leadership im Sport. Diesmal haben wir einen richtig harten Sport. Es geht hier richtig zur Sache. Um welche Sportart es sich handelt, seht ihr gleich in unserem Beitrag. Wir haben die Vereine Beckers Buwe und Gulasch V zu ihren Mannschaftszielen befragt und persönliche Ziele befragt. Dabei stand aber besonders im Vordergrund der Grund für dieses Turnier. Und zwar findet dies im Rahmen der Move Movember Aktion statt. Movember ist zusammengesetzt aus dem Wort Moustache und November und ist euch wahrscheinlich aus den No-Shave-November-Monaten bekannt, wo sich Männer Bärte wachsen lassen. Und dies steht in der Verbindung, das Selbstbewusstsein, aber auch das Bewusstsein der Männer zu stärken, über gewisse Themen wie Prostatakrebs oder psychische Erkrankungen zu reden, über das sich Männer nicht immer trauen, in der Öffentlichkeit zu reden. Andererseits sammelt die Institution auch Spenden durch bestimmte Aktionen, Events und Geldspenden. Das Turnier, das wir besucht haben, ist genauso ein Event. Und was wir dort erlebt haben und wie die Atmosphäre dort war, seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Gespielt wird heute Dodgeball. Quasi die amerikanische Version vom Völkerball. Ein bisschen schneller, ein bisschen aggressiver das Ganze. Also es ist ein Sport, der rund um den Körper fordert. Wie beim Völkerball, was man so kennt aus der Grundschule, aus der Schule. Generell ist es meiner Meinung nach beim Dodgeball wichtig, dass man schnell auf den Beinen ist. Vor allem was Stoppschritte angeht. Man muss ausweichen können, man muss gleichzeitig auch werfen können. Heute speziell ist es irgendwo auch Durchhaltevermögen. Kommt es darauf an, wie man in Runde 7 dann noch da steht. Also spielen noch mehr Faktoren rein wie beim normalen Dodgeball.
letztes Jahr gewonnen. Und dieses Jahr wollen wir diesen Sieg fortsetzen, wollen auf jeden Fall den Titel verteidigen und das ein bisschen bekannter machen. Letztes Jahr haben wir 16 Teams hier und dieses Jahr sind wir 22. Vielleicht nächstes Jahr noch mit einer Vorentscheidung oder über 2 Tage. Man muss es gut coachen, man muss motivieren und natürlich zum wöchentlichen Training überprüfen. Sie müssen auf jeden Fall Leistung bringen und motiviert sein. Und gut, wenn mal was Schlimmes passiert oder was nicht so gut läuft, dann kann man es auch mal ein bisschen verhätscheln, vertätscheln, aber dann müsst ihr auch wieder ankotzen. Ich bin mittlerweile Interimscoach von Gulasch e.V. An meiner Seite habe ich hier Florian Mills. Natürlich haben wir langfristige Ziele. Sportlich ist natürlich immer unser Ziel, jeden Pokal zu gewinnen, den es gibt. Denn wir sind einfach ziemlich gut. Mein persönlich langfristiges Ziel ist, solange wie möglich, solange meine Knochen mich tragen, bei Gulasch mitzuspielen, mitzumachen, Titel zu gewinnen, ist natürlich immer unser Ziel, alles zu gewinnen. Im Endeffekt, was willst du, wenn du nicht der Erste bist? Bist immer der erste Verlierer. Meine größten Verpflichtungen sind auf jeden Fall, dass der Spaß im Vordergrund steht. Dazu kommt das Gesellige mit ein bisschen abends so was trinken. Und als dritter Punkt, ich weiß nicht, klar, es macht immer Spaß, mit Gulasch unterwegs zu sein. Und wir verbreiten aber auch gerne Freude für andere Leute, also nicht nur für uns selbst. Und einfach, weil wir uns immer bemühen und immer alles geben. Aufgabenorientiert auf jeden Fall. Wir wollen halt alles, was wir uns vornehmen, wollen wir umsetzen. Einmal frei, denn dafür sind wir ein Verein, wir wollen unsere Aufgaben erfüllen und beziehungsorientiert, wir sind eine große Familie. Wir sind einfach nur mittlerweile, glaube ich, 26 Freunde, die den Verein gegründet haben und die einfach Spaß daran haben. Wir sind eigentlich ein geiler Club. Also meiner Meinung nach eine sehr tolle Bewegung der Movember und eine coole Truppe, die Beckers Buwe und die Gulasch e.V. Jetzt habe ich noch Hanna bei mir im Studio. Wie war dein Eindruck von dem Event? Also es hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. Ich denke, man kann das dem Beitrag auch schon ein bisschen entnehmen. Alle waren so ein bisschen kostümiert, die verschiedenen Teams. Ich glaube, es waren 20 oder 22 Teams, die gegeneinander angetreten sind. Jeder hatte Spaß dabei, auch als Zuschauer war es eine lustige Sache. Das Ganze hat jetzt ja schon zum zweiten Mal stattgefunden. Da St. Ingbert meine Heimatstadt ist, hat es mich natürlich auch besonders gefreut, dass wir dort zum Filmen hin konnten. Klar. Man hat ja gesehen, also ich meine, unser Leadership im Sport Konzept war jetzt natürlich hier nicht im Vordergrund, wie du schon gesagt hast. Ne? Die Jungs sind jetzt keine professionelle Dodgeball-Mannschaft, das war keiner von den Teilnehmern. Die treten genauso auch bei Fußballturnieren an, aber haben sich trotzdem bereit erklärt, dabei mitzumachen. Dafür auf jeden Fall ein großes Dankeschön. Und es ist ja natürlich auch für einen guten Zweck. Wir haben ja auch noch unser Programmheftchen dabei, wie man sieht hier vom Dodgeball Mega Ball. Danach gab es auch noch die Gala der Schnurrbärte, das war die Afterparty. Alle Erlöse von dem Turnier und auch von der Afterparty werden gespendet. Man kann hier immer noch sehen, das war vom Jahr davor. Hier alles schön mit Schnurrbart. Ja, ist einfach eine schöne Sache. Also ich finde es super, dass die Vereine das machen, die Beckers Buwe und der Gulasch e.V. Es macht Spaß, es ist für einen guten Zweck, was will man mehr, ne? Klar. Und wohin ging das gesammelte Geld bei dem Dodgeball-Turnier? Das ging zu 50% an die Movember Foundation, von der du ja vorhin schon gesprochen hast. Und weitere, also die anderen 50%, die gingen an ein lokales Flüchtlingsprojekt. Okay. Und ja, man hat das im Video auch schon gesehen, dass die ja so ein bisschen auf Profi da gemacht haben. Und das war fand ich sehr lustig, ja. Lustig gemacht. Denkst du, das Event, auch wenn das alles so ein bisschen Spaß war, dass das dennoch erfolgreich war im Hinblick auf die Movember-Aktion? Also ich denke es auf jeden Fall. Es ist immer gut, wenn was gemacht wird. Das ist immer besser, als wenn nichts gemacht wird.
Das hat auch zumindest im Raum St. Ingbert und dieses Jahr sogar bis Saarbrücken, also ich glaube, es waren auch einige Saarbrücker-Teams mit dabei, Wellen geschlagen. Und ja, ich denke, wenn das was ist, woran man Spaß hat und wo man sich für interessiert, dann ist das immer eine gute Art und Weise, auf etwas aufmerksam zu machen. Ja, das stimmt. Und denkst du, dass noch weitere Aktionen folgen werden im Rahmen dieser Movember-Aktion? Also im Rahmen der Movember-Aktion denke ich, dass das Dodgeball, der Dodgeball und Megaball auf jeden Fall in die dritte Runde gehen wird im nächsten Jahr. Ja, und ich, soweit ich weiß, sind bei Weckerspube und Gulasch e.V. auch weitere Aktionen geplant. Ja. Nicht unbedingt im Rahmen der Movember Foundation, aber es gibt zum Beispiel an Pfingsten immer das El Clasico von St. Ingbert, ja, wo die beiden Teams gegeneinander antreten. Da gibt es auch immer eine große Show mit vorne dran, sowie dann danach eine Band, die spielt. Und es sind auch weitere Sachen in Planung. Also es ist immer schön zu verfolgen, was die Jungs so treiben. Ja. Da kommt in der Regel immer was Gutes bei rum. Okay, dann vielen Dank für deine Eindrücke. Und wir machen weiter mit Tipps und Tricks. Wir haben heute gesundes Kochen in der Lernphase. Jeder kennt das, ich kenne das auch. In der Lernphase neigt man dazu, aus Zeitdruck Fastfood zu essen oder sich ungesunde Sachen einfach zu nehmen von einem Kiosk. Aber es gibt einen neuen Trend und der heißt One Pot, der kommt aus den USA. Das heißt, dass man sich alles in einen Topf wirft und dort zubereitet. Das hat den Vorteil, das geht relativ schnell und ist sehr, sehr leicht zu spülen. Das ist ja für uns Studenten eigentlich ideal. Es dauert ungefähr nur 20 Minuten. Dazu hinzu kommt noch, dass die Inhaltsstoffe aus den Kohlenhydraten und Vitaminen halten dich gesund und sind leicht verdaulich, damit die Konzentration beim Lernen aufrechterhalten bleibt. Und dann als zweiten Tipp haben wir noch einen Power-Smoothie, der sich Popeye-Smoothie nennt, der sich besonders am Tag der Klausur eignet, der aus gesunden Fetten genug langanhaltenden Power liefert und, wie der Name schon verrät, mit Spinat ist. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Hier ein kleiner Beitrag, angelehnt an die Sendung mit der Maus. Viel Spaß beim Nachmachen. Der Smoothie liefert euch dank seinen Vitaminen und gesunden Fetten genug Energie zum Lernen, vor allem am Tag der Klausur. Hierfür braucht ihr Ananas, Banane, Avocado, Apfel, Gewürzspinat und einen Messbecher. Es gibt erstmal die Banane links und rechts abschneiden, dann aufmachen, kleine Stücke schneiden und rein. Füllen. Einmal alle Kanten abschneiden. 1, 2, 3 und 4. Kleine Stücke schneiden und die Avocado einmal längs schneiden, richtig einmal aufdrehen, aushöhlen, kleine Stücke schneiden und rein damit. Die Ananas einmal quer rum schneiden, dazugeben und den Blattspinat noch oben drauf. Jetzt soll ich das einmal kräftig durchmixen, das Ganze, und fertig ist der Popeye Smoothie. Der One Pot ist ein neuer Trend aus den USA. Die Stoffe darin sind leicht verdaulich und fördern die Konzentration. Hierfür benötigt ihr Koriander, Tomaten, Masala, Rapsöl, Salz und Pfeffer, Hühnchen, Kümmelmuskat und Curry, eine Zitrone und Reis. Fangen wir an. Das Hühnchen in vier kleine Teile schneiden. Richtig. Schön. Die Tomate in kleine Würfel hacken. Die Zitrone einmal kräftig durchkneten, dann einmal längs aufschneiden, damit mehr Saft rauskommt. Und dann fangen wir an zu würzen. Ich gebe einmal Masala dazu, nicht zu viel, das war schon zu viel. Die Zitrone drüber, Curry, richtige Klappe aufmachen, ja, und kräftig würzen. Das Ganze dann einmal durchmengen, Öl in die Pfanne geben, mit dem Löffel testen, ob es heiß genug ist, und das Fleisch dazu. Jetzt erstmal das Fleisch kräftig anbraten. Ist das Fleisch fertig angebraten, raus mit den kleinen Jungs. Bis alle draußen sind. Und als nächstes die Tomaten dazugeben. Ein bisschen Kümmel. Etwas Muskat dazu.
bisschen Zitrone. Das Ganze einmal kräftig umrühren. Koriander noch dazu. Noch etwas Öl nach. Und dann nochmal Masala. Etwas scharf. Nicht zu vergessen, den Reis abzugießen vorher. Den Reis mit in die Pfanne geben. Und etwas Wasser dazu. Das Hühnchen wieder reingeben. Noch etwas Koriander dazu, richtig. Mal nachwürzen. Und schlussendlich den Topf zu schließen. Nach 12 Minuten ist der One-Pot fertig. Ihr könnt ihn servieren. Als letzten Tipp haben wir für euch noch Kartoffeln mit Quark am Tag vor der Klausur zu essen. Die Verbindung der langkettigen Kohlenhydrate und Tryptophan aus dem Quark sorgen dafür, dass Serotonin ausgeschüttet wird und das senkt den Stresslevel. Also perfekt am Tag davor. Ich hoffe, ihr seid somit perfekt informiert über die Klausurenphase. Damit ihr wisst, was euch nächste Woche erwartet, hier ein kleiner Ausblick auf die Sendung am nächsten Mittwoch. Wir präsentieren euch eine weitere außergewöhnliche Sportart, und zwar Football. Wir waren zu Besuch bei den Hurricanes aus Saarbrücken. Und Tipps und Tricks wird fortgesetzt mit dem Thema Konzentrationstipps. Jetzt sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Und bis zum nächsten Mal um 18.18 Uhr auf orga.tv.